Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist eine weitere Folge Conan Exiles Age of War Chapter 3 Savage Wilds im Gameplay mit Mods. Also im Zeitalter des Krieges Kapitel 3. Und wir sind hier auf der Karte Savage Wilds und wir werden heute weiter erkunden, unternehmen, eine kleine Tour unternehmen. Und zwar, wir haben ja beim letzten Mal No Man's Land kurz besucht, weil ich die Blutsteine wollte. Und davor waren wir hier oben in der Ecke. Da gibt es hier noch diesen Sath Dungeon, das wollten wir uns angucken. Und Cave of the Last Tribe wollen wir uns angucken. Das haben wir ja schon sozusagen erkundet. Und wollen dann hier oben einfach mal weiter. Mittlerweile das Gute, Sylvana hat hier einen Transportstein. Das heißt, den können wir nachher nehmen. Wir gehen über den Umsteigebahnhof. Und mal gucken, ob wir hier irgendwo bis hier hochkommen, vielleicht sogar bis hierhin. Einfach mal schauen. Aber wir werden zuerst in das Sath Dungeon gehen und da hat Grini ein bisschen gespoilert. Das heißt, komme ich nachher gleich drauf. Hier, Bude ist wirklich voll, oder? Also es ist wirklich genial. Gut besucht. Der Met scheint hier zu schmecken. So, jetzt. Und, ja, ich habe heute nicht mal... Doch, jetzt wäre ein Plätzchen frei gewesen an der Bar. Aber normalerweise habe ich nicht mal einen Platz an der Bar. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich hier noch nicht die Dame. Die ist neu. Ich habe ein bisschen weiter mit der Perch gemacht, aber nur Level 1 und 2. Also das heißt, sobald ich irgendwo einen coolen Platz finde, wo ich einen neuen Außenposten bauen möchte und dort auch eine neue Purge Base daraus machen kann, werden wir das machen. Wir werden auch weiter purgen. Das ist das. Ja, natürlich ist immer noch Weihnachten, beziehungsweise Weihnachten ist rum, aber bis Drei König lasse ich hier das weihnachtlich geschmückt. Hier draußen ist auch nett besucht. Obwohl wir Weihnachten haben, wir sind hier im Süden, das heißt, hier kann man draußen sitzen. Und ich habe eine zweite Tavernenbar aufgebaut, das habe ich ja gesagt, das habe ich mir überlegt. Hier sozusagen in der Kantine, wo man hier auch ein bisschen was essen kann. Drüben ist eher so die Schluckhalle. Und hier kann man lecker Habba Habba sich holen. Und in der, da haben wir jetzt auch mittlerweile eine Dame stehen. Die muss ich noch bartendermäßig begleiten. Er ist jetzt momentan so mehr der Türsteher. Ja, mal gucken, bist du was zum Anwerben? Ne, er hat eine Waffe. Man kann ganz grob sagen, oder bisher scheint es so zu sein, alle Besucher, die eine sichtbare Waffe tragen, kann man nicht anwerben. Das heißt, die hier sind alle nicht anwerbbar. Du bist auch nicht anwerbbar. Ja, in der Summe, das meiste, was ich jetzt immer die beiden Bars und die Sitzgelegenheiten sich anschaut. Hier draußen kann noch jemand sitzen. Aber 21 Besucher hier bei mir. Das ist ganz ordentlich. Das ist ganz ordentlich. So, wir haben einen Neuzugang, glaube ich, der ist auch neu. Haben wir den das letzte Mal gehabt? Ich weiß es nicht. Am Zadi the Wanderer habe ich ein bisschen gelevelt. Ist jetzt schon auf 5680 mit Level 9. Zum Vergleich hier 4299 ausgelevelt. Hier unten haben wir eine Level 20, aber eine 3er nur mit 5100 und hier 4000. Also das heißt, die entwickelt sich ganz gut. Ah, hier unten läuft ein Gast, ein bisschen blöd in die Ecke gedrängt. Ja, Pech gehabt. Also wir werden heute auf Tour gehen. Da nehme ich auf jeden Fall mit. Also ich hole zuerst mal das Habba Habba. Wir holen auf jeden Fall Schweinekeule zweimal. Dann hole ich das gute Essen zweimal für die Hau drauf und die Hupfdolle. Die sind schon Level 20, das heißt, die kann ich mit dem bedienen. Und den Wanderer am Zadi werde ich... Ja, zwei Packen Ding mitgeben. So, und ich muss dazu, nicht absichtlich, aber Grini meinte, oh, warst du da schon im Zeff? Nö. Ah, dann sage ich mal nichts. Aha, das heißt, das ist nichts Normales wahrscheinlich.
Es sind Spinnen drinne, also gehe ich mal davon aus, dass wir auf... Es wird ganz sicher eine dicke Spinne drinne sein. Und ich gehe mal davon aus, dass es keine normale ist. Wenn es so ein Standard-Grappler wäre, hätte er nicht so, oh nee, lass dich, ich sag noch nichts, lass dich mal überraschen. Das heißt, wir werden uns entsprechend präparieren. Du nimmst mal das rein, dann kriegst du das hier und du nimmst mal das sicherheitshalber mit und dann kannst du mir folgen. Du kriegst das rein, du kriegst das und das rein. Dann kannst du das gerade auch noch alles aufgeräumt. Und du kannst mir folgen. Dann nehmen wir natürlich das Pferdl mit. Ich habe jetzt mittlerweile alles auf Level 20. Also wurscht, welchen Gaul ich mitnehme. Dann nehme ich den mit dem Sattel, wo ich am längsten oder am, ja, doch am längsten sprinten kann oder Sprintverbrauch. So, und dann nehmen wir natürlich hier Danjo mit, weil die auch am Vernunft, also rein von den Stats her. Ach ja, und die Dinge kriegst du auch noch mit. Ach so, und jetzt muss ich mir auch noch vielleicht was holen. Ich habe da heiden Respekt vor Gift. Warum? Weil die... Nee, ich sterbe auch so relativ oft. Aber Gift hat einfach ein Mordspotenzial. Ihr erinnert euch vielleicht an diese grünen Heuschrecken, auch die im Exiled Land, die gibt es im Isle of Scepter. Ich denke, hier wird sie sicher auch geben. Die, wenn ein Stapel Gift drauf ist, macht nichts. Aber die stapeln wahnsinnig schnell. Und wenn du dann ruckzuck so 6, 7, 8, 9, 10 Stapel Gift drauf hast, dann fällst du halt irgendwann mal um. Ah ja, genau. Das war natürlich jetzt super toll. Jetzt werde ich die ganze Blase hinter mir herziehen und nicht mehr rauskommen. Wahrscheinlich. Das passiert ab und zu. Die stehen dann vor der Tür. Und ihr seht keine Waffe. Und ich könnte sie anwerben. Nicht, dass ich es wollte, weil... Es wäre Blödsinn, dass du... Ja, mach die Türe zu. So, okay. Du bist schon hier drin, sehr gut. Ich muss natürlich mir noch... ich selber den da holen. Und... Habe ich schon Agility? Ja, das habe ich noch nicht gemacht, aber... Ah, da haben wir einen Stärke, den kriegt da, den nehmen wir da zwei mit. Und kann ich einen herstellen? Ja, dann tun wir den schnell mal herstellen. Und den kriegt Ding. Also wie gesagt, ich bin da vielleicht etwas überängstlich jetzt. Aber dieses, ja, nee, ich sag da mal nix. Nein, lass dich mal einfach überraschen. Das ist schon so, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schau mal einfach mal, hat der Blinde gesagt und hast nichts gesehen. So, du kriegst jetzt hier noch dein... Ah, muss ich da ganz kurz das Fläschchen rausnehmen. Das hier rein. Das wieder raus und das da rein. Und... Okay. Jetzt kommt der Moment, wo ich... Jetzt könnte ich... Die kann ich nicht wegschicken, weil die gehört mir nicht. Das heißt, das Weggehen... funktioniert nicht. Und da kann man jetzt hier einfach schwuppdiwupp durch. Die nimmt es mir auch nicht übel. Achso, ich muss ja eh nochmal rein. Ah, ich bin ein Heinerle, oder? Du kriegst auch Stärke. Und du kriegst noch Agility. Oder was hatten die für Waffen? Doch, die hat die Dinger. Und dann brauche ich noch mein Viech. Es ficht mich nicht an. Ja, du sollst die Türe zumachen, habe ich gesagt. So, und jetzt hier noch einmal gekochter Dornenheiser. Jetzt sind wir gebufft. Jetzt werden wir wahrscheinlich trotzdem sterben, aber wir können uns zumindest nicht mehr rausreden, dass wir schlecht vorbereitet waren. So, also, die sind gebufft, die haben alle Essen, ich habe ausreichende Tränke dabei, ja, das müsste lang, die haben alle Tränke dabei. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nach Murun zum Umsteigebahnhof.
Und jetzt gucke ich noch mal kurz auf der Karte. Das war Silvan. Nee, Quatsch, hier falsch. Silvana K10. Silvana, ihr Ding ist hier. 6K Basis. 10K. Da sind wir schon. Das ist eine geile Sache mit dem Umsteigebahnhof. So, wir sind jetzt unterhalb von. Da ist diese komische Höhle. Und wo war die? Da ist die Zass-Höhle, ja. Genau. So, Pferdel haben wir dabei. Ich. Ist jetzt ein bisschen blöd. Habe ich alle Begleiter dabei? Ja, ich habe sie alle dabei. Ich würde ganz gerne den Nachtsichttrank verwenden. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht der hier rüberkommt. Ich nehme noch mal. Wir gucken mal rein. Ja, es ist schon das. Ich werde einen zünden. Ah ja, das geht. Das geht. Das ist bei weitem nicht so schlimm wie in der Drachenhöhle. So, ich gehe mal auf das Layout, damit ich hier. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen plündern können. Ein bisschen gucken hier. Bluten drauf, aber ist schon weg. Was? Ah, das gibt Seide, kann man mitnehmen. Ah, ja. Nicht, dass wir es wirklich bräuchten. Aber die Heiltränke nehmen wir auf jeden Fall mit. Die kann man immer brauchen, weil wir haben ja die Mod drauf, die es uns erlaubt, die Heiltränke abzugraden. Nur ein Thema ist ja, wenn man Heiltränke findet, wenn man Heiltränke findet, dann sind die entweder zu schwach oder ja, sind zu schwach. Oh. Okay, da drüben höre ich schon mal was. Ach ja, komm, wir machen sie leer. Machen sie leer. Machen sie leer. Also der Dingeskirchendrang, den ich da habe, damit ich im Dunkeln besser sehe, der ist genial. Aber der hält nicht so riesenlange. Ich glaube, ich tue mal sicherheitshalber den Stapel hier erhöhen. Nochmal 5 rüber. Und guck gleich mal, wo sind die dann? Hier sind sie. Okay. Also. Wieso liegt hier ein totes Vieh? Ich warte hier schon oben. Oder hätte ich. Nee. Nee, wenn man hätte mit ihr reden können, dann hätte ich sie nicht erschlagen können. Oh, komm, das sieht doch so aus, als müsste man hier was lernen können, oder? Das ist von drüben. Okay. Ja, da sind wir reingekommen. Oh. Oh, das sieht doch nach einem Snapshot aus, oder? Wartet mal kurz, bis ich hier wieder. Machen wir erstmal den hier. Und dann machen wir. Genau, so ist doch cooler. Na, das sieht doch cool aus. Das heißt, wenn wir sterben, haben wir jetzt ein schönes Foto.
Ist es giftig hier, die Dämpfe? Aber wisst ihr was? Die tun wir verlegen wegen Wundsekret. Okay, wo sind die Kollegen? Wo ist der Rest? Ist das schon wieder so eine... Nee, okay, das sind sie. Gott sagen, nicht, dass es wieder so ein Mist ist, wo es hier verbuggt ist. Das heißt verbuggt ist, wo die es eine nicht natürliche Trennlinie gibt, über die der ein oder andere Begleiter nicht drüber geht. Das gibt es ja immer wieder mal. Hier auf der Karte finde ich mehr wie auf der normalen Karte. Da haben wir auch solche klassischen Bereichswechsel. Da was? Nee. Bereichswechsel und dann gehen die da nicht drüber. Ah, da ist noch mal ein Unsekretspender. Oh, ach, ich denke, ah, Mensch, bin ich erschrocken. Oh. Okay, die sieht nicht gesund aus. Es ist. Aber es ist keine von den. Ja, Skorpion, nicht. Spinnenköniginnen. Die sieht anders aus. Viertel. Ich tue dich mal auf lange Folgedistanz. Damit du mir nicht hier mit reinrennst. Wobei, es hat 30.000 Leben. Klar, die hier. Oh, 16.000, okay. Und vergiftet, ein Stapel. Gucken. Was, wenn die so viel Leben hat, dann haben wir das Problem, dass natürlich die auch. Oh, kommt die hier? Oh, Scheiße. Wow, okay. Au, ach du Mist, guckt euch das an. Okay, verkrüppeltes Gift. Nein, 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 hört auf, böse, böse, böse. Ihr geht bitte gegen die Dicke. Das Blöde ist, ich komme jetzt an meine Gefährten schlecht ran. Aber es sieht gut aus. Oh Mann, ich schwitze. Entschuldigung. Okay. Wow. Okay, mach den Rest noch hier klein, dann können wir. Ah, das Pferdl hat natürlich. Das ist jetzt gar nicht blöd, dass das Pferdl hier mit rumgerannt ist, weil das hat ein bisschen Akku auf sich gezogen. Mal gucken. Okay. Also, das war jetzt. Das hätte jetzt eh nicht funktioniert mit dem Gewimmel. Dass ich an meine Gefährten rangekommen wäre, um denen zu sagen, sie sollen was trinken. Und aber eine Menge Wundsekret liegt hier rum. Könnt ihr noch hier den Wundsekretspender bitte? Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Heart of the Armageddon Queen. Okay. Ein Planfragment. Das ist sehr gut. Tierinstinkt ist Pups, egal. Machtfragment. Was hat es da damit auf sich? Ancient Magic causes through the heart and it possesses energy. Also, okay, scheint immer noch wie lebendig zu sein. Nehmen wir mal mit. Und drei Dietriche, sehr schön. Und wir kriegen natürlich Dämonenblut, was wir nicht brauchen, das ist egal. Aber eine Menge Wundsekret. Huhuhuhuhuhuhu. Okay, also, ich habe zwei Fehler gemacht. Nummer eins, ich hätte die vorher in eine Party tun sollen. Man kann ja hier
Thralto Party, ich zeige euch das mal gleich. Weil dann hätten wir nämlich besseren Überblick gehabt. Das muss ich mir vielleicht eh angewöhnen, hier auf der Karte sowieso. Und dann sieht man eben, wie es den Kollegen geht. Und dann kann man eher mal was unternehmen. Die Party kann man wieder auflösen, aber man kann einfach auch sich sozusagen von den Gefährten so weit entfernen, die man in der Party drin hat. Dann löst sie automatisch auf. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Und wie gesagt, man hat dann einen Überblick. Ich würde jetzt an der Stelle auch ganz kurz in den Einstellungen gehen. Ganz kleinen Moment mal bitte. Ich habe jetzt die Kontextbefehle hier rausgenommen. Jetzt haben wir hier rechts unten die Party schön. Was schade ist, ich glaube nicht, es geht nicht, ich komme nicht hin. Ich kann darüber nicht selektieren. Ich meine, in der anderen Mod von Xevier, wo man so Gruppen bilden kann, da kann man das. Aber da müsste ich nochmal nachschauen. Das wäre dann eventuell ein Grund, eine andere Mod noch dazuzunehmen, um sozusagen sicherzustellen, dass man. Boah, die ist Level 12 schon. Das ist cool. Oh, aber ihr seht, die hat schon ein bisschen was verbraucht. Wir können mal hier gucken, wie geht's dir? Oh, das geht eigentlich. Aber wie gesagt, das mit dem okay, Nachttrink können wir nachher nochmal nehmen. Das ist jetzt im Moment zweitrangig. Na, doch einmal nehmen wir nochmal, damit ich in Ruhe habe. Also, wow. Also, A, es lohnt sich hier reinzugehen. Allein wegen Mundsekret. Aber wir waren da drüben. Oben waren wir doch noch nicht, oder? So, und dann kriegst du das hier rüber. Macht's gut. Danke. Der hier ist auch meine, der Stapel. Ja, was haben wir sonst noch? Gewichtstechnisch, das schmeiße ich bei Bedarf weg. Okay, dann lasst uns mal weiter gucken. Erstmal hier schauen, ob es hier noch irgendwas gibt zum Anklicken oder sowas. Ja, das ist, wie gesagt, da ist noch eine Spinne, aber ah, da drüben kommt man, glaube ich, hoch, oder? Ja. Ja. Okay, das war auf jeden Fall eine Überraschung, kann man so sagen. Das ist den Machern hier wirklich gelungen, mich. Und das ist cool. Es gibt, glaube ich, in Zip, da gibt es irgendeinen, auch so eine Spinne, die immer wieder so Spinnen ruft. Aber die sieht anders aus. Wenn, da hätte ich dann eher damit gerechnet. Also. Da oben ist noch was, da müssen wir noch gucken. Ah, ist jetzt Ruhe. Da schauen wir mal. Schade, ich hatte eigentlich, weil man findet an irgendwelchen nicht so bewachten Orten irgendwelche tollen Rezepte. Ah, ich muss mal Grini fragen, vielleicht habe ich auch was übersehen.
Okay, dann kommen wir hier raus. Alles klar. Ich würde sagen, wir können noch da unten noch mal ein bisschen gucken von der anderen Seite, aber ich denke, wir sind hier durch. Oh, ich muss was trinken. Da war die dicke Bertha. Erstmal hier runter gucken noch. Da ist auch nichts. Schade. Nee, war aber ja, es war ja, was heißt schade. War trotzdem spannend. Und auf jeden Fall eine Überraschung. Das muss man mal sagen. Also tun wir erstmal den wieder so und dann. Ja. Das muss man wirklich sagen. Das war cool. Ja, hier hätte ich auch was trinken können. Dann gehen wir mal zurück. Ich nehme fast an, dass die zumindest zum Teil da vorne wieder gespawnt sind. Und draußen ist es Tag, wenn wir rauskommen. Das heißt, im Zweifelsfall werde ich dann gehen. Hier sind wir hoch, da drüben sind wir hoch. Ja. Ah, ne, sehr gut. Das heißt, es passt ja genau, dass der Trank abgelaufen ist. Oh, da ist. Kann man die. Kann, nee, okay, die. Haben sie jetzt tot gemacht? Es hätte mich interessiert. Ich hab doch. Wie hieß sie? Asir the Wicked. Wäre interessant gewesen zu wissen, ob man die hätte knüppeln können. Shitkram, Kinders, da war der zu schnell. Und da ist nochmal was. Ah, nee, das ist, glaube ich, irgendeine Klasse ist das, so wie es aussieht. Oder gibt es hier zwei Asir the Wicked? Können wir alles mitnehmen. Drüben noch. Genau. Ich nehme Austern mit hier aus der Höhle. Das, die durften auf jeden Fall noch frisch sein. Könnt ihr den. Danke. Ja, kannst aufhören, ist gut. Übertreib mal nicht, ja. Super dramatisch. Ja, wir gehen mal hier Richtung Ausgang. Nochmal Austern. Austern sind auf jeden Fall, da kann man nichts falsch machen. Ah, raus und raus. Okay, wow. Das hat Spaß gemacht. Das war echt cool. Und wenn wir jetzt mal schauen, rein von dem, was wir in der Summe an Zeugs mitnehmen, hat sich's auch gelohnt. Das können wir noch rüber, dann tun wir hier das Pferdel wieder. Ah, ne, wir gehen ja noch mal in die Höhle. Ich behalte mal den Trank. Und zwar wollen wir da oben ja rein. Klappe. So. Da waren doch. Seid ihr da? Ja, danke. Das ist ganz praktisch, weil ich kann eh Dings gebrauchen. Haben die. Jawohl. Die
Wenn man keine nicht... ups. Ich gehe trotzdem auf das Layout jetzt hier, weil die können wir eh nicht knüppeln. Und mal gucken. Von der Helligkeit her geht's, oder? Ich will... Ich gucke immer so ein bisschen mit einem Auge auf meinen Kontrollschirm hier, um zu sehen, wie dunkel oder wie hell die Aufnahme ist, aber ich würde mal sagen, im Moment geht's. Davor bitte. Ihr sollt davor. Seht ihr das? Ich kann. Na. Jetzt bewegen sie sich. Was rieselt da von oben runter? Da oben sitzt irgendein Riese und der hat Schuppen oder sowas. Greif mal den an, dann kann ich den hier in Ruhe looten. Okay, Schwefel hätt's hier noch. Schön, schön. Schwefel und Kristalle. Und man kann hier die Asche sammeln. Das könnte vielleicht für mich so ein Punkt, wenn ich sage, okay, in die Höhle komme ich regelmäßig rein, weil man eben die Ressourcen hier sammeln kann. Man hat die Kristalle, man hat den Schwefel und man hat die über die Gegner hier die Rohasche. Das. Aber ist das? Du kannst mal die ganzen Speere nehmen, wenn du die benutzt, ist mir auch egal. Also, das scheint so eine ähnliche Höhle zu sein wie unter Wagerheim. Ihr erinnert euch, wo ich durch dieses Portal durch bin und eigentlich war nichts drin. Ne? Nicht wirklich irgendwas Nennenswertes. Also, sieht fast so aus, als hätten wir genau dieselbe Art von Höhle hier auch. Höhle, ja, aber kein... Das ja, ist okay. Ach, warum nicht eine blöde Spinne noch hinten rein oder wenigstens ein Mini-Boss, irgendwie was zum Schluss, dass man weiß, okay. Aber, mei. Ist wurscht. Und ich würde sagen...
dass wir kampftechnisch für heute durch sind, oder? Jetzt gehen wir mal raus. Eh gerade Nacht. Das heißt, wir müssen eh im Moment ein bisschen was abwarten. Wir könnten uns zum Ding begeben. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt hier. Da war eh nix. Nee, ich will es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich würde sagen, nette Folge hier an... Ja, genau. Ja, genau. Die Folge ist ja der 31. Mittag. Das heißt, wir haben Silvestermittag. Und von daher lassen wir es gut sein. Ich bedanke mich bei euch schon mal für das zurückliegende Jahr. Ich wünsche euch natürlich einen guten Rutsch. Ich werde dann noch sicherlich morgen vielleicht gegen späteren Nachmittag noch eine Folge hochladen. Hier so mit Neujahrsgrüße oder sowas. Aber euch hier schon mal vom Zuschauen einen guten Rutsch. Ich wünsche euch alles Gute für euch und eure Familie. Und hoffe, dass ich euch gesund im nächsten Jahr bei der nächsten Folge hier bei Conan Exiles wiedersehe. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen, passt auf euch auf, ja, und immer schön gesund bleiben. Bye, bye. Ihr habt's gemerkt, keine Battle Orchid diesmal, weil ich habe gedacht, Silvester, da wäre das doof, wenn ich dann sage, hey, wäre toll, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder vielleicht sogar den Kanal abonniert, dann könnt ihr die Bimmel aktivieren. Das fände ich jetzt nicht so toll hier bei dieser Folge. Also, tschüss.